Marc Heider nach dem 1:0 gegen den VfR Aalen. Wie war der Spielverlauf aus deiner Sicht, Marc? Ja, wir haben uns viel vorgenommen, haben uns auch, denke ich, in der ersten Halbzeit viele Chancen rausgespielt. Vielleicht hat manchmal der letzte Pass gefehlt, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Mannschaftsleistung richtig zufrieden. Jeder hat für den anderen alles gegeben. Ich denke, das ist auch das, wo es heute drauf ankam. Und ich denke, am Ende haben wir das Spiel dann auch verdient gewonnen. Das 1:0, du wirst formell als Torschütze genannt, war Kucker zuletzt dran, du, wer war der Torschütze, klär uns auf. Kucker ist natürlich richtig gut mit aller Macht in den Ball reingegangen, ob ich jetzt vor der Linie noch dran war oder nicht, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es bei uns in der Mannschaft nicht darauf ankommt, wer die Tore macht. Wichtig ist, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass das was zählt. Englische Woche habt ihr hinter euch, 1:1 in Frankfurt, dann das harte Pokalspiel, was euch so ein bisschen den Druck auch genommen hat, hat man so ein bisschen gespürt heute, ne? Ja, ich denke, dass wir natürlich ein Ziel erreicht haben, ein wichtiges Saisonziel, was natürlich dem Verein auch irgendwo sehr, sehr wichtig war. Das haben wir jetzt erreicht, deshalb ist vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Last von den Schultern gefallen. Und ja, das hat man dann auch irgendwo vielleicht dann auch heute gemerkt. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir einfach glücklich, dass wir das erste Saisonziel erreicht haben und jetzt wollen wir zusehen, dass wir weiter punkten. Ein Saisonziel ist ja, bis zum Ende es spannend zu halten. Habt ihr heute den Grundstein für gelegt, wenn man so nach oben guckt, ne? Ja, genau. Wir müssen uns dann jetzt vernünftig auf das nächste Spiel vorbereiten. Wird ein schweres Spiel und mit den Analysen gucken wir, was wir die nächsten Spiele dann besser machen müssen oder was wir gut gemacht haben. Bereiten uns vernünftig darauf vor und dann wollen wir auch die nächsten Spiele siegreich gestalten. Perfekte Überleitung, Derby in Lotte nächste Woche. Was können die Zuschauer von euch erwarten? Sicherlich viel Osnabrücker Anhang auch im Stadion zu erwarten dann. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Zuschauer aus dem Spiel natürlich ein Heimspiel machen für uns. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, die Zuschauer. Wir brauchen die, dass die hinter uns stehen, uns nach vorne peitschen und dann werden wir gemeinsam das Spiel dann auch gewinnen. Schöner Appell zum Ende. Viel Erfolg in Lotte, Marc.